Das sind Seifenblasen. Ein Seifenblasenplanet. Kann man die kaputt machen oder ist das gefährlich? Ich flieg mal durch eine durch. Kaputt. Man kann den Laser verbessern, mit dem man alles abbaut. Ja, das geht. Man kann grundsätzlich eigentlich wirklich alles verbessern, was man benutzen kann. Also, das ist, war aber früher auch schon so. Nur mittlerweile ist es nicht mehr ganz so umständlich. So, ist das hier der Wissenschaftler? Da steht zumindest Wissenschaftler. Wissenschaftler, das ist eine Putzfrau. Eine Putschfrau. Der Korvax gibt mehrfach schnell etwas in sein Datentablet ein, ehe er mir das Gerät stolz hinhält. Auf dem Bildschirm sind einige Zeilen zu sehen. Ganz oben auf der Liste wurde ein Eintrag markiert. Soll ich jetzt sein Tablet nehmen? Ich nehme ihm das mal ab. Ich fummle am Datentablet herum, kann aber im besten Willen nicht so hohe Zahlen generieren wie der Korvax. Nee, ich glaube, der muss irgendwie an einer besonderen Stelle stehen, glaube ich, oder? Ich guck mal hier. Hier steht niemand. Ich weiß halt auch nicht, ob du das überhaupt triggern kannst, ne? Ja, ich wahrscheinlich nicht. Ich habe auch drüben nochmal mit dem Gag da gesprochen. Den kann ich auch nicht mal irgendwie sagen, hier arbeite für mich. Analystenentität, Physikerentität. Wahrscheinlich hätte ich eine eigene Base nebenan bauen müssen, damit das geht. Das kann gut sein, ja. Das ist offensichtlich nicht ganz so Koop, dieser Teil. Ah, das ist der mit der niedrigen Energie. Ja, komm hier, ich gehe einfach. Physikerentität. Ich rede mal mit einer Physikerentität. Vorentität. Uguyano Chuki Yuji. Die Lichter im Gehäuse der elektronischen Lebensform scheinen hindert zu werden. Sie zuckt mit dem Kopf scharf nach rechts. Ein merkwürdiges Summen signalisiert einen Strom unsichtbarer Daten, als der Download beendet ist. Stuft sie ihre Kommunikationskanäle auf die einer konventionellen Sprache herunter. Tauschhandel. Mach jetzt einfach mal. Er gibt mir ein Paket. Was habe ich bekommen? Instabiles Plasma habe ich bekommen. Aber das sind, glaube ich, nicht die, nach denen wir hier suchen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Sich dem Scan hingeben. Wir müssen da irgendwie einen speziellen finden. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Wäre ein bisschen schade, wenn wir hier keinen nötigen Korvax finden. Auf der anderen Seite war zumindest auch der Gag. Kann ja sein, dass jetzt wer anders da steht. Der Gag steht übrigens bei mir jetzt wieder da. Wie er mir den Daumen hoch gleich hinhält. Vielleicht muss ich mit ihm hier reden. Code-Entität ist Coyote. Reisender. Korvax-Konvergenz. Experiment. Eine scharfe Metallnadel schiebt sich aus der Handfläche der Lebensform hervor. Sie bewegt sich so schnell, dass sie sich bereits wenige Zentimeter von meiner Stirn befindet, bevor ich blinzeln kann. Eine merkwürdige, giftig aussehende Substanz tropft von ihrer Spitze auf dem Helmvisier. Sie hängt in der Luft über mir. Als würde die Entität auf den Befehl warten, sie tief in mein Hirn hineinzubohren. Ich kann jetzt die Nadel nehmen, ich kann die Gehirnbohrung erlauben oder ich kann die Gehirnbohrung ablehnen. Ich lass mal die Gehirnbohrung zu. Gehirnbohrung ist immer gut. Ich erhalte eine Belohnung mit besten Dank und unbeschreiblichen Schmerzen. 24 Nanithaufen. Ja, okay, aber der Typ will trotzdem nicht. Du nimmst Schaden. Solange ich nicht tot bin. Dein Ansehen bei den Korvax hat sich verbessert, siehst du mal. Neuer Korvax-Rang, Forschungsschwerpunkt. Kann das sein, dass wir den Korvax-Typen vielleicht erst ab einem bestimmten Rang bekommen? Wenn wir bei denen. Wir müssen mal in ein anderes System fliegen und hoffen, dass da, wo jetzt der Gag steht, mal ein Korvax steht. Das könnte auch sein, ja. Dann müssen wir wohl das mal machen. Wir müssen eh auch mal in ein anderes System, damit wir mal gucken, ob wir so ein. Frachter bekommen, ja. Wie sieht's denn aus? Hast du noch Warp-Energieantrieb? Oder ja. Nicht? Aber warte mal, wie viel Platz hast du noch? Hast du noch genug Platz? Im Schiff oder im Inventar? Sowohl als auch. Ich habe 2 Plätze im Schiff noch frei und 3 im Inventar. Ich sehe nämlich gerade, ich muss noch eine Warp-Zelle machen. Was fehlt mir denn da? Mir fehlt Antimaterie. Ich brauche noch verdichteten Kohlenstoff. Hast du den zufällig? Kann Antimaterie herstellen. Stell die mal bitte her und schick die mir mal bitte. Danke sehr. Dann kann ich nämlich jetzt hier
genau, eine Warpzelle machen. Und kann damit mal meinen Hyperantrieb aufladen. Hattest du jetzt eigentlich auch diesen Cadmium-Antrieb gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube bisher... Nee, ich habe nur meine Waffen, meine Panzerung verstärkt. Dafür das andere, das habe ich irgendwie nicht. Achso, das ist halt jetzt ein bisschen schlecht, weil es kann sein, dass du jetzt... Also, dass ich jetzt in Systeme reisen kann, in die du mir nicht folgen kannst, weil du den nicht hast. Du kannst, glaube ich, jetzt nicht in rote Sternenkörper reisen. Das ist... egal, wir gucken einfach mal. Achso, das ist dein Raumschiff. Ja. Das ist mein Raumschiff. Da. Da, wo ich drin sitze, ist mein Raumschiff. Das ist irgendwie... Dein Name steht halt bei dem Raumschiff davor, deswegen war ich gerade irritiert. Wechsel ja bald. Ja, stimmt, du willst ja auf den Omega... Mhm. Das Omega-Schiff wechseln. Wenn wir das Kampfding gemacht haben, dann... Wieso sagt er mir denn jetzt Anomalie entdeckt? Das weiß ich doch schon. Warum ist denn jetzt hier so eine krasse Musik am Start? Haben wir irgendwas getriggert? Nee. Ah, da vorne bist du. Vielleicht sollte ich nicht in dich reinfliegen. Das ist auch cool hier. Ich bin voll auf Tuchfühlung gerade. Feindlicher Subraum-Scan. Ah! Ich bin in dich reingeflogen. Ich war das. Ich war gerade auf der Map. Wollte gucken, wo man hindingsen kann. Feindlicher Subraum-Scan hat wertvolle Fracht gefunden. Wenn du den antwortest, kannst du denen Geld geben oder so. Und zu spät. Es sind nur zwei, oder? Ja, nur, sagt sie. Es sind nur zwei. Okay, ich versuch's mal, ne? Aber so mit der Steuerung komme ich auf jeden Fall schon mal besser klar als mit der anderen. Das geht schon mal auf jeden Fall deutlich besser. So, einen habe ich zerlegt. Einer ist down. Hier schießt noch irgendwas auf mich, was denn jetzt los? Vielleicht hier wieder die anderen Schiffe. Hat man doch schon mal gehabt, dass dann plötzlich sich alle möglichen einmischen. Ich habe einen zerstört. Der andere müsste doch jetzt auch down. Kampfschiffe zerstört. Haben wir es schon? Aua. Weiß ich nicht. Da ist noch ein roter Punkt irgendwo. Ja, da. Auf mich geht gerade... Ah! Ich sehe nix. Alter, der hat hier Schilde und alles. Das Schiff da, das eine. Ach, weil wir direkt vor dem Handelsding am Kämpfen sind, kriege ich gerade hier von den Wächtern auf die Schnauze. Dann müssen wir da mal wegfliegen irgendwie. Aber das geht jetzt nicht. Scheiße. Aber ich muss sagen... Kann ich da reinfliegen? Ich muss mal reinzufliegen, ja. Sonst gehe ich hier gleich down. Ich muss mal sagen, die Schildverstärkung hat schon was gebracht, auf jeden Fall, Hallo? Die wir gebaut haben. Er will da nicht rein. Jetzt. Ich bin reingeflogen. Was ist das denn? Ja, du hast auch Wächter-Symbole gehabt, ne? Ja. Okay, merken, wenn wir einen Kampf haben, dann dürfen wir nicht direkt vor der Raumstation kämpfen. Aber, wir können doch nichts dafür. Aber unsere Schiffspanzerung ist besser geworden, oder? Also ich hatte jetzt nicht so Probleme. Mein Schild ist nicht so schnell runtergegangen, auf jeden Fall, wie beim letzten Mal. War gut, dass wir das gemacht haben, auf jeden Fall. Und die Waffen sind auch stärker gewesen, hatte ich das Gefühl. Ich starte ich mal. Kaputt machen. Ja. Wenn wir nicht theoretisch jetzt noch einfach versuchen, wegzufliegen... Ich kann hier Impulsantrieb machen. Mach einfach Impulsantrieb und flieg einfach weg. Okay. Wir müssen die ja nicht vernichten. Wir haben ja die Piraten schon zerstört. Naja, ich glaube, das war nur die Beischiffe oder so. Hey, wo wollen wir denn jetzt Hyper-Warp-Ding machen? Warte, ich guck auf die Map. Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass die Nachbarsysteme eigentlich gar nicht so interessant sind, weil da gar nicht so viele Planeten vorhanden sind, ne? Glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weg, hier drüben, das geht nicht. Izenta. Aber da kommen wir, glaube ich, her, oder? Izenta, da waren wir schon mal, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir herkamen. Ja, doch, da kamen wir her, genau, bei Izenta. Lass uns doch mal zu Hagium Juli. Das ist direkt nebenan, das ist eins weiter. Kann es sein, dass das dann ein roter wohl ist? Ja, das ist ein roter, ja, du hast recht. Mhm. Da kannst du nicht hin. Nee. Das ist schlecht. Ich glaube nämlich, die anderen waren alle sehr wenig ergiebig. Ja, der nächstbeste ist einer mit nur zwei Planeten. Wie ist es denn mit Aikinamuk? Das sind nur drei Planeten. Kommst du wahrscheinlich auch nicht hin, der braucht einen Emeril-Antrieb. Oh. Hier haben wir einen, der ist außerhalb der Sprungreichweite.
Magst du vielleicht einfach nochmal gucken, was du brauchst, um deinen Hyperantrieb zu verbessern? Weil dann vielleicht können wir das direkt hier im Raumschiff machen. Dann baust du das einfach schnell ein. Vielleicht habe ich ja zufällig die Sachen. Du hast die Technologie nicht? Ich kann noch nicht mal einen herstellen. Dann musst du den kaufen. Ich habe den auch nur gekauft. Dann fliegen wir jetzt zurück zur Station. Dann kaufst du dir die Technologie und dann kannst du den machen. Wenn wir die Ressourcen dafür haben. Das müssen wir unbedingt machen, weil dieses System mit dem roten Stern, das ist halt richtig ergiebig. Da sind richtig viele Planeten. Einer davon hat sogar einen Mond. Also ich würde das unbedingt da gerne mal machen, also dass wir da mal hinfliegen. Ich springe nur mit Frachter, dann komme ich in jedes System und der Treibstoff reicht länger. Ja, wir haben aber keinen Frachter, darum geht es ja gerade. Wir wollen ja einen bekommen. Mhm. Und wir wollen den ja nicht kaufen, wir wollen uns den ja erspielen in einer Raumschlacht. Und die müssen wir ja erstmal triggern. Und das geht nur, wenn wir in ein System springen, wo es eine Raumschlacht gibt. Mann, mein Sprachzentrum ist heute auch wieder minimal gestört, ey. Ich kann die einfachsten Wörter nicht, aber das ist, glaube ich, auch die Hitze. Hast du es gefunden? Das Cadmium-Antriebstechnologie? Ja. Kannst du gucken, was du dafür brauchst? 250 chromatisches Metall und so ein Technologieding. Ein Technologieding, das musst du dir kaufen, das Technologieding, das habe ich auch gemacht. Und dann das chromatische Metall. Ich kann dir 34 schon mal geben. Den Rest, weiß ich nicht, vielleicht kannst du den auch kaufen direkt hier irgendwo. Und dann springen wir mal in dieses rote Riesensystem oder rote Zwergsystem. So, wohin? Also, ich würde sagen, wir springen jetzt nach Hagium Juhuli. Hagium Juhuli. Das ist ein System mit 5 Planeten. Und ich glaube, einer davon hatte auch einen Mond vorhin zumindest noch. Jetzt irgendwie nicht mehr. Oder er wird noch nicht angezeigt. Ist das direkt nebenan? Ach, da hinten, das ist... Also wir hatten viele rote Sterne direkt nebenan, aber das war nicht... Okay. gut. Und das ist mit Korvax, ja? Ich steht weiß nicht dabei, nicht, ne? Das steht nicht dabei. Aber warte mal, können wir nicht auch hier noch scannen in der Map? Scannen und sowas, ja. Ging das nochmal? Mit Tab kann man auch irgendwie was scannen. Anvisiertes System auswählen, meine Position auswählen, kann ich da irgendwie nur machen. Moment. Hattest du jetzt noch ein anderes, besseres System gehabt, oder? Ich hab nicht geguckt, ich hab den hier erstmal gesucht. Ach so, weil du jetzt sagtest, da wären noch andere gewesen. Oh nein, feindlicher Scan gerade. Okay, wir springen da jetzt einfach hin nach Hagium, yep. Juli, würde ich sagen. Warp! Bevor du jetzt hier gescannt wirst und so. Ja. Juhu! Ein neues System, ein neues Glück. Reisemeilenstein erreicht. Wahrscheinlich warpe in so und so viele Systeme. Vorhut. 5-mal gewarpt. Okay, dann scannen wir gleich mal die Planeten, die hier so sind. Das ist ein durchbrochener Planet. Aha. Natrium, reines Ferrit und Cadmium gibt's da. Boah, hier ist auch so... Cadmium brauchen wir für den nächsten Warp-Dingsbums, ne? Okay. So ein spezielles. Ah, was ist denn hier? Bewusstloser Planet. Ich guck mich jetzt auch mal ein bisschen um hier. Oh, da hinten ist was Cooles. Das ist ein cooler Planet. Nein. Belassener Planet. Planet mit geringer Atmosphäre. Reines Ferrit und Cadmium gibt's da. Verdorbener Planet. Trostloser Planet. Hier scheint auch nichts von wegen Frachter oder irgendwie sowas zu sein, ne? Sieht momentan noch nicht danach aus, ne? Was ist das da? Wir haben hier auch noch keinen... Verlassener Planet. Wie heißt das nochmal? Kaktusfleisch gibt's da unten und Pyrit. In der Raumstation meinst du? Genau. Vielleicht ist die nur einfach gerade nicht sichtbar, weil sie irgendwo hinter einem Planeten ist, den wir gerade nicht sehen. Das kann durchaus sein. Wie viele haben wir jetzt gescannt? Haben wir jetzt schon alle gescannt? 4 Stück vielleicht? Ich glaube, da fehlt noch mindestens einer. Da hinten, da sehe ich einen kleinen noch weit weg.
Da ist auch noch einer. Jetzt habe ich, glaube ich, den letzten. Verdorbener Planet. Okay. Na, da hinten. Jetzt wir haben einen verdorbenen Planeten. Da war einer mit geringer Atmosphäre. Da ist da an hinten. Sich gerne mal der hat nur reines Ferrit und noch irgendwas. Irgendwie nicht so viel. Wieso gibt's hier keine Raumstation? Wieso gibt's hier so wenig? Ja, wenn du auf die Map guckst, da steht auch hier unentdeckt, weil unerforscht und so ein Kram. Du meinst jetzt auf die Hyperraum-Map? Mhm. Kein Signal, unerforscht. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier irgendwas Wichtiges? Wahrscheinlich nicht, oder? Hm. Können wir nochmal... Können wir jetzt... Warte mal. Können wir nochmal ein Hyperantriebsdingens bauen einfach? Vielleicht sollten wir einfach zu einem anderen System. Ich kann mir noch eine Warpzelle machen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich kann mir tatsächlich keine machen. Muss noch mal schauen. Warpzelle, Antimateriegehäuse. Antimaterien kann ich herstellen, aber es fehlt dann an Ferritstaub für Antimateriengehäuse. Bei mir fehlt es leider jetzt auch an Ferritstaub. Aber wir können ja an sich einfach mal auf so einem Planeten landen. Die haben ja alle Ferrit. Wo wollen wir denn landen? Vielleicht nicht unbedingt auf einem trostlosen Planeten, oder? Wollen wir mal zu diesem... die verlassenen Planeten waren auch immer sehr langweilig. Wo war denn jetzt der mit geringer Atmosphäre gewesen? Der Kleine direkt vor dir. Der Kleine. Ich finde den gerade nicht. Oder wir nehmen den durchbrochenen Planeten mal. Da gibt es auch Cadmium. Den hatten wir auch noch gar nicht, oder? Einen durchbrochenen Planeten? Ja, lass uns das mal angucken. Lass uns da mal hinfliegen. Schade, dass es keinen wurstlosen Planeten gibt. Ja. So gesehen sind hier doch alle Wurst. Ja, eben. Ja, ist doch. Habt ihr da schon mal irgendwo eine Wurst gesehen? Gut, diese komischen Pflanzen, die einen hauen, zählen nicht als Wurst, ne? Vor allem bin ich mal gespannt, ob wir Cadmium einfach so abbauen können. Oder ob wir uns dafür, ja, wieder einen verbesserten Laser bauen müssen vorher. Eintritt in die Atmosphäre. Okay, das sieht aber auch ganz schön trostlos aus hier. So von oben. Das sind Seifenblasen. Ein Seifenblasenplanet. Kann man die kaputt machen oder ist das gefährlich? Ich flieg mal durch eine durch. Kaputt. Ha, kann man durchfliegen tatsächlich. Ich lande jetzt hier einfach. Das ist ja witzig. Die liegen ja auch überall rum, lol. Aber ich kann die nicht weglasern irgendwie. Das ist ja. Kannst du sie scannen? Warte. Nee. Hier liegen komische Kugeln rum. Nicht identifiziertes Mineral. Was ist das? Das ist ja witzig. Ein Planet, der aus Seifenblasen besteht. Was? Jukoskowskit. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal Ferrit. Diese komischen Knubbel, die hier rumliegen. Diese Kugeln. Ja, aber... Die wird gerade geputzt, kommt später wieder. Da schrubbt aber jemand ganz ordentlich. Ja, da macht einer ganz schön viel Schaum gerade. Das erinnert mich gerade irgendwie an so einen alten Animationsfilm. Der fantastische Planet. Da gab es auch so Wesen, die haben dann so angefangen zu meditieren. Und die waren dann auch so in Seifenblasen in den Himmel aufgestiegen. Das war so ein 70er Jahre von Drogentrips animierter, inspirierter Science-Fiction-Zeichentrickfilm. Ein sehr seltsamer. Aber ist auf jeden Fall mal, wenn man auf so seltsame Filme steht, ein Blick wert auf jeden Fall. Da gibt es einige sehr lustige Viecher auch in dem Film. Ja, aber so an sich, so ressourcenmäßig ist jetzt irgendwie nicht so spannend, habe ich das Gefühl. Hm, aber wir brauchen hier Natrium, also. Na.
Hattest du jetzt hier irgendwie schon was Interessantes entdeckt irgendwie? Eine Ansammlung von Ressourcen oder irgendwas? Natrium gibt es auf jeden Fall, Cadmium auch, aber Cadmium ist ja weit weg. Ah, stimmt, Cadmium. Ich flieg da jetzt mal hin. Ich will wissen, ob ich das abbauen kann. Aber so lebenserhaltungsmäßig ist das hier jetzt nicht so kritisch irgendwie, oder? Also es geht irgendwie. Nee, da passiert irgendwie gar nichts scheinbar. Und Wächter scheint es hier irgendwie auch keine so richtig zu geben. Ahne schon, gleich wird er mir sagen, keine freien Plätze in Anzuginventar. Aber es ist irgendwie cool. Also, die haben auch neue Planetenarten reingebracht, glaube ich. Also, ich kann mich an sowas tatsächlich nicht erinnern, dass ich damals irgendwie einen Planeten gefunden hätte, auf dem Seifenblasen rumfliegen. Ist schon irgendwie witzig. Aber warum heißt der dann durchbrochener Planet? Wegen den Seifenblasen, oder? Ist das vielleicht Gas, das aus dem Inneren austritt, oder? Habe ich auch gerade gedacht. Ist schon alles ziemlich verrückt hier. Gibt es auch einen mit Schokolade? Ja, bestimmt, in einem unendlich großen Universum gibt es bestimmt auch einen Planeten, der aus Schokolade besteht. Wundern würde mich das nicht. Cadmium. Terrainmanipulator erforderlich. Hä, den habe ich doch. Gibt doch einen Terrainmanipulator. Terrainmanipulator. Ja. Okay. Warum hat er mir das jetzt rot angezeigt? Komisch. Ich krieg Cadmium. Mein Manipulator ist leer. So. Bitte, was du tragen kannst. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Wer weiß, wie schnell wir wieder hierher kommen. Für welchen Antrieb hatten wir das jetzt nochmal gebraucht? Sekunde. Kannst du da mal schnell gucken, wie viel wir da auch brauchen, wenn du das vielleicht aufklären kannst? Weil dann wissen wir auch gleich, wie viel wir mindestens mitnehmen müssen. Kann ich nachgucken, weil ich nicht in Raumschiffreichweite bin, Moment. Weil es gibt ja noch zwei andere Antriebsarten hier. Erinium, keine Ahnung, was das war. Der Erni-Antrieb. Ja. Guck mal nach.